Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von FutureNet by Remastered. Und ihr erinnert euch, ich habe es geschafft, durch meinen absoluten Oberfail, aber dann noch mein talentiertes Raten in die Turing-Inquisition hineinzugelangen und muss jetzt diesen Turing-Test überstehen. Und wir sehen schon, das Ganze hier ist ein wunderbar gerenderter Hintergrund und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal nach links hier. Wow, das ist mal eine grafische Neuheit. Kommt jetzt eine Frage oder was passiert hier? Hallo? Nichts passiert, dann gehen wir mal weiter. Ist aber gruselig. Ein bisschen wie Mist. Oh Gott. Ich bin dein nächster Inquisitor. Bereite dich auf meine Frage aus dem Gebiet der existenziellen Philosophie vor. Das ist mein Fachgebiet. Ihr wisst schon. Die Frage lautet, warum? Bitte? Ich werde die Frage wiederholen. Warum? Darum. Du hast falsch geantwortet. Diese Antwort ist viel zu logisch für diese Frage. Nur ein Außerirdischer würde versuchen, eine Erklärung zu... Wo bin ich hier gelandet? Ein Mensch würde einfach sagen, warum nicht, wenn er nach dem Warum gefragt würde. Ich versuch's mal mit Jammern. Aggressivität wird dich hier nicht weiterbringen. Einige Außerirdische sind darauf programmiert, unfreundlich zu sein. What the fuck? Außerdem dachte ich, es geht um künstliche Intelligenz und nicht um Außerirdische. Ich glaube, ich bin auf der Beleidigungsschiene. Deine Frechheit wird hier nicht mehr toleriert. Davon bin ich nicht überzeugt. Jetzt wirst du von unserer heiligen Not entfernt. Bitte bringt dies hier weg. Was? Hilfe! Ja, gehe ich aber wieder rein, ne? Also ich fand, ich war sehr menschlich. Man sieht schon, man wird hier mit Konsequenzen konfrontiert. Man kann einfach das Gleiche nochmal machen. Komm, existenzielle Philosophie ist mein Fachgebiet. Inquisitor, bereite dich auf meine Frage aus dem Gebiet der existenziellen Philosophie vor. Ich finde, es war sehr menschlich, drauf zu kacken, was er mir sagt, und das durchzuziehen. Ich werde die Frage wiederholen. Warum? Du darfst weiter. Das ist ein Quatsch. Ja, natürlich der Hinweis am Anfang, dass man hier logisch mit Logik nicht weit kommt, okay, aber warum darum ist doch ein ganz üblicher Vorgang. Ich muss erstmal den Pfeil hier finden. Ist echt gruselig hier. Wow. Ich bin dein nächster Inquisitor. Bereite dich auf meine Frage vor, sein Mund los, die deine rechnerischen Fähigkeiten testen wird. Mathe, sehr gut. Okay. Ein Zug verlässt Bahnhof A um 9 Uhr und reist mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 km/h zum Bahnhof B, der 400 Kilometer entfernt ist. Eine Stunde später verlässt ein Expresszug Bahnhof B. Er fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h Richtung Bahnhof B. Die Frage lautet, welcher Zug wird eher ankommen und in welcher Zeit? Hä? Hat er nicht gesagt, dass der zweite Zug von B fährt und auch bei B ankommt? Ich hör mir das nochmal an. Tut mir leid. Gut, ich werde die Frage noch einmal wiederholen. Ein Zug verlässt Bahnhof A um 9 Uhr. Reist mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 km/h zum Bahnhof B, der 400 Kilometer entfernt ist. Eine Stunde später verlässt ein Expresszug Bahnhof B.
Er fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h in Richtung Bahnhof B. Die Frage lautet, welcher Zug wird hier ankommen und in welcher Zeit? Ihr habt das doch auch gehört, dass der Typ, also das Zug, der zweite Zug vom B nach B fährt. Was ist das für ein Kack? Ich hasse Textaufgaben. Auf diese Antwort habe ich gewartet. Ein Außerirdischer würde sich nur auf die Frage konzentrieren. Du bist davon abgegangen und hast eine gute Antwort getroffen, die sehr menschlich ist. Du darfst weiter. Realität sei mit dir. Boah, zum Glück bin ich nicht gute Mathe, ne? Sonst wäre ich jetzt ein Außerirdischer. Gehen wir erstmal nach oben und dann nach links, ne? Mein Gott. Bin ich hier gerade im Kreis gegangen oder was war da los? Ja, ganz offensichtlich. Ach so, das ist die Treppe, wo ich gerade herkam oder was? Ich weiß es nicht. Ich will nur den nächsten Inquisitor finden, mehr nicht. Nein, ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr, wo ich jetzt gerade bin. Es tut mir so leid. Ich bin hier gerade wirklich komplett im Kreis gelaufen. Da war von der erste Inquisitor. Jetzt mal links hoch. Ach, guck mal. Immerhin den nächsten gefunden. Du bist entweder ein Mensch oder ein gut gestricktes Programm. Mein Test wird das herausfinden. Bereite dich auf die fünfte Frage vor. Wieso die fünfte? Hätte ich... Ich... Habe ich... Egal. Pass gut auf. Hier wird deine übernatürliche Wahrnehmungsfähigkeit getestet. Woran denke ich? Was erwartet er von mir? Wie kann ich wissen, was du denkst? Ist es das, was ich fange? Ich glaube nicht an... Ich mach das mal. Das scheint mir so menschlich. Gar nicht auf die Frage eingehen, sondern einfach zu sagen, dass es Quatsch ist. Ob du an die Psyche glaubst oder nicht, ist unwichtig. Ich teste nur... Ob du eine übernatürliche Wahrnehmungsfähigkeit hast oder nicht. Konzentriere dich einfach auf das, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du darüber nachdenkst, woran ich denke. Ich finde das wirklich super seltsam, dass die hier mich mehr darauf testen, ob ich irgendein Super-Alien bin. Ich glaube, darum soll es doch gar nicht gehen. Aber egal. Ich wusste es nicht wirklich, ich habe geraten. Ach so, das ist wahrscheinlich... Ich nehme mal das, das ergibt ja keinen Sinn, aber ich vermute, hätte ich einer der ersten drei genommen, wäre das hier auch die vierte gewesen. Ich gebe zu, dass ich geraten habe. Komm. Ich erkenne deine Ehrlichkeit an. Möchtest du etwas zu deiner Verteidigung sagen? Wenn nicht, werde ich dich auf die übliche Art entfernen lassen. Was meinst du? Versuchst du mich zu bestechen? Ja. Dein Einfallsreichtum hat dich gerettet. Einem logisch denkenden Wesen käme es sicher nicht in den Sinn, mich zu... Genau das wollte ich. Sehr gut. Versuchen, die Frage zu beantworten. Ich bin so stolz auf mich. Ja, das war die fünfte Frage von dreien. Da oben kann man nicht lang. Wow, ich bin hier in einer Sackgasse. Dieser Soundeffekt geht einem ja so auf den Sack, meine Güte.
Gehen wir jetzt mal wieder nach oben und gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwo anders hingehen. Fällt mich nach links, dann gehe ich jetzt nach rechts. Aber hier war ich ja auch das eine Mal. Ich habe das Gefühl, ich übersehe hier noch irgendwie was, aber ich weiß auch nicht was. Also, dass ich irgendwie komplett blind bin. Bin ich hier schon mal runtergegangen? Nein, anscheinend nicht. Das kommt mir neu vor. Ich drehe mich mal um. Diese Dinger sind echt komisch. Und schon wieder eine Sackgasse. Oder kann man hier... Ne, hier ist nichts. Ach, Herr Jemini. Ich drehe mich jetzt immer noch mal mit um, um irgendwie zu checken, ob ich einen anderen Eingang hier sehe, aber... Bislang sieht das doch eher düster aus. Wo bin ich denn hier vorhin lang gegangen? Wow, ist das alles weiß? Ist das gut? War ich hier schon mal? Ja, ist die Treppe, kenne ich doch. Oh Gott, ist das nervig. Jetzt mal nach links, ja gut. Ich habe eben gerade die Sorge, dass irgendwie ein paar von den Vögeln nicht geladen wurden, ganz ehrlich. Ja, schade. Jetzt so langsam, aber sicher scheint es doch hier keine neuen Orte zu geben. Das ist neu, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kommt mir so neu vor. Oh Gott, das ist neu, oder? Yes! Danke. Du solltest auf der Hut sein. Die meisten schaffen diesen Test nicht. Aber jetzt ist es Zeit für dich, die letzte Frage zu hören. Diese Frage wird nur einmal wiederholt. Also sei bereit. Bist du fertig? Ja, ich bin bereit. Alles klar. Aufgepasst. Ein Gorilla geht in eine Bar und bestellt einen Martini. Der Barkeeper mixt den Martini, serviert ihn dem Gorilla und sagt, das macht $10. Der Gorilla bezahlt den Barkeeper und beginnt an seinem Martini zu nippen. Der Barkeeper, vollkommen verwundert, meint zu dem Gorilla, weißt du, hier laufen sehr selten Gorillas herum. Der Gorilla nippt noch einmal von seinem Martini und sagt, bei den Preisen wundert mich das gar nicht. Okay, jetzt ist die Frage, was macht mich menschlicher? Lachen oder sagen, wie kacke der Witz ist. Ich finde ihn aber irgendwie lustig. Sehr gut, User. Du hast dich für eine emotionell erlösende Antwort entschieden. Etwas, das eine KI wahrscheinlich niemals... Boah, ich hätte geweint, wenn ich jetzt dieses ganze Todeslabyrinth nochmal hätte machen müssen, weil ich hier das Falsche gewählt hätte. Liebes Wesen, du darfst passieren und in den Hauptleseraum. Ja, unglaublich. Ob ich wohl einen von den Typen nicht gesehen habe? Na egal, ab in den Leseraum. Wow. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich fing schon an, mir Sorgen zu machen. Ich dachte, dass du vielleicht nicht an den Inquisitoren vorbeikommst. Mein Name ist Ellie. Ich schickte dir den anonymen Brief, der dich hierher führte. Jetzt, da du hier bist, kann ich dir die Hilfe anbieten, die du brauchst. Ellie, das freut mich wirklich sehr. Ja, bitte erklär mir, was mit mir passiert ist, oder? Dein Avatar wurde von einem Wesen, bekannt als Amok, beschädigt, als du gerade ins Netz eingestiegen bist. Ich unterbrach seinen Angriff,
Amok war nicht in der Lage, deine Neuralverbindung komplett zu zerstören. Dein Avatar ist schwer beschädigt, aber dein Gedächtnis ist in Sicherheit für diesen Moment. Wenn Amok es geschafft hätte, würdest du jetzt vielleicht als matschiges Gemüse vor deiner Konsole sitzen. Also schon mal ist klar, dass Howard, der Hacker, der 10-jährige Nerd, nichts damit zu tun hatte. Also Amok ist ja der Typ mit der Kirche. Scheiße, dass irgendein Gott gegen mich ist. Was will er denn wirklich? Nun, vielleicht hast du bis jetzt schon ein paar von Amoks Anhängern getroffen. Ja. Sie sind überall im Netz. Laut der Lehre der Church of Amok war er einmal ein ganz normaler User, wie du und ich. Aber irgendwie wurde sein Bewusstsein komplett ins Netz transferiert. Angeblich existiert er komplett online, ohne physischen Körper. Und um ehrlich zu sein, habe ich das bis jetzt nicht widerlegen können. Ich nehme an, dass er eine künstliche Intelligenz ist oder das Opfer einer Art Unfall. Du musst wissen, dass obwohl sie der Welt Versprechungen machen, die gesamte Church auf Lügen aufgebaut ist. Amok, wer auch immer er ist, spielt mit der Angst der User, wenn sie zum ersten Mal ins Netz kommen. Amok möchte der Herrscher des Netzes sein und wenn er das Netz kontrolliert, dann kontrolliert er so ziemlich alles. Übrigens ist das die gleiche Synchronsprecherin wie vorhin bei dieser Cloud in Folge 3, die mit dem Psychic Note da unterwegs ist. Ja, woher weißt du das alles, Ellie? Es ist am besten, wenn ich von ganz vorne beginne. Ich habe Zeit. Vor vielen Jahren, als ich jünger war, war ich Anhänger der Church of Amok. Seitdem wurde ich ein ziemlich wichtiges Mitglied. Zeugen Jehovas, das sind Ereignisse in der Church und Sachen, die ich im Namen Amoks tun sollte, haben mir die Augen geöffnet und ich erkannte, was Amok wirklich ist. Ein verdrehter Mega-Verrückter, der sich einen Dreck um seine Anhänger oder sogar um seine eigenen Lehren schert. Er ist persönlich verantwortlich für das Verschwinden von hunderten Usern. Ich versuche alles, um ihn zu stoppen. Ich halte das doch für gefährlich. Mehr als du denkst. Wie auch immer. Es ist eine wichtige Arbeit, die ich mache. Und wenn ich es nicht tue, dann wird niemand. Vermutlich war sie jung und dumm. Nun, als ich der Church beitrat, war ich jung und voller Ideale. Jetzt nah dran. Weiß ich, dass die Church of Amok am wenigsten mit Idealen, aber mehr mit Macht zu tun hat. Jetzt kann ich verstehen, dass Amok falsch ist und gestoppt werden muss. Das ist der beste Weg, den ich kenne, um ihn zu stoppen. Genau, die Behörden wissen nur alle, dass die nichts können. Offensichtlich hast du nicht viel Erfahrung mit dem Netz. Es gibt hier keine Behörden. Das Netz war immer gedacht als Platz frei von Behörden und Kontrollen. Oh mein Gott, das Netz ist ein rechtsfreier Raum in dieser Welt. Alles geht. Es gibt keine richtigen Stellen, denen man etwas melden könnte. Ich bin nicht allein mit meiner Denkweise. Es gibt andere hochrangige Mitglieder der Church, die nicht mögen, was Amok tut. Wir haben heimlich eine Organisation mit dem Namen der Kreis gegründet. Der Kreis. Wir beabsichtigen, alle Amok zu stoppen. Was habt ihr geplant? Ja, aus der Church werden sie wahrscheinlich nicht austreten, weil es sonst so auffällig wäre. Und sie auch nah dran sind am Feind. Wir haben einen Plan entwickelt, Amok zu bekämpfen. Eine der kritischsten Variablen in diesem Plan ist der Zeitpunkt, wann wir losschlagen. Diese Zeit ist gekommen. Einer der wichtigsten Punkte unseres Plans besteht darin, dass ein Außenstehender die 6 Module eines starken Programmes, welches wir entwickelt haben, um Amok zu bekämpfen, zusammenträgt. Dieser jemand bist du. Yay. Man macht das nicht selber. Nein, ich möchte das auch gerne tun. Sonst bin ich auch tot, denke ich. Das wäre auch blöd. Der erste Teil unseres Planes besteht darin, ins Subnet zu gelangen. Der primären Quelle von Amoks Macht. Das Subnet.
Wir sind uns nicht sicher. Wir wissen, dass wir es über den FutureNet-Knoten der Church erreichen können. Theoretisch, wenn das richtige Protokoll benutzt wird, wären wir in der Lage, in das Subnet einzudringen. Das Problem ist, dass Amok der Einzige ist, der das Access-Protokoll zum Subnet besitzt. Ja, wie kommen wir da rein? Oder wie kommt ihr da rein? Die Mitglieder des Kreises haben an einem Teil eines Zugangprotokolls gearbeitet. Wir haben das Programm gerade abgeschlossen. Wir brauchen dich, um die Teile des Icons zusammenzutragen und zu mir zu bringen. Ich werde mich dann um den Rest kümmern. Der Plan steht. Einzige Variable bist du. Doch, das werde ich tun. Dank dir. Du wirst es noch nicht wissen, aber du hast gerade alles und jeden User gerettet, der mit dem Netz verbunden ist. Danke. Du musst zu den restlichen Mitgliedern des Kreises gehen und von jedem das Bruchstück für das Zugangsprotokoll holen. Ob Zippy dazu gehört, das finde ich schön, aber er ist ja nur ein Bot. Aber trotzdem. Nun, das ist der komplizierte Teil. Ich weiß noch nicht einmal, wer die anderen Mitglieder sind. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Identitäten voreinander verborgen. Großartig. Ich kenne die anderen Mitglieder nur aus Pseudonymen und Codewörtern. Ich habe keine Ahnung, wo man sie genau finden kann. Ja, wie soll ich dir? Das ist eine gute Frage. Nimm mir Wort aus dem Mund. Reg dich nicht auf. Ich werde deinen Avatar reparieren und dir in Form von Dossierfiles alle Informationen geben, die ich über die beiden ersten Mitglieder des Kreises habe. Yay. Mit diesen Informationen solltest du in der Lage sein, sie aufzuspüren. Wenn du sie triffst, sollte jeder dir seinen Teil des Access-Protokolls geben. Ich werde dir auch meinen Teil des Protokolls herunterladen. Bereite dich auf den Download vor. Dort! Finde diese beiden Mitglieder des Kreises und ich werde dich mit weiteren Informationen kontaktieren. Diese Win31-Icons gefallen mir. Jetzt, da ich deinen Avatar repariert habe, bist du wieder in der Lage, dich im Netz frei zu bewegen. Aber pass auf, er ist nur zu einem gewissen Grad repariert. Wenn du versuchen solltest, das Netz zu verlassen, wird deine Neuralverbindung sich auflösen und du die Persönlichkeit eines Kopfsalates haben. Hast du irgendwie... Dann, finde ich, hast du ihn nicht repariert. Ja, gibt's etwas, was ich noch wissen sollte? Außer, dass ich immer noch sterbe, wenn ich mich auslogge. Das Einzige, was ich betonen würde, ist, dass du vorsichtig sein musst. Der Protokollteil, den ich dir gegeben habe, ist mit einem digitalen Zählermessprogramm ausgestattet. Es macht es nahezu unmöglich, deine Position im Netz zu bestimmen. Danke. Es sollte Amok von dir fernhalten, obwohl das nicht bedeutet, dass du nicht auf Amok aufpassen solltest. Er ist sehr stark. Jetzt solltest du gehen. Es gibt viel zu tun. Es ist mit so viel Leidenschaft eingesprochen. Wir bleiben in Kontakt. Ein Traum. Viel Glück. Cool, ja danke. Ich hoffe, dass ich jetzt so langsam speichern kann, denn wir sehen, dass die Folge auch schon wieder sehr alt ist. Tatsächlich, ich bin hier raus. Dann speichern wir das Ganze doch mal. Ja, vielen Dank fürs Zugucken bis hierhin. Und wir sehen uns dann in der nächsten, und zwar der 5. Folge von FutureNet wieder bei Remastered. Bis dahin, like, comment und subscribe. Ich hoffe, dass euch diese kleine Tour durch das mystartige Inquisitoren-Labyrinth gefallen hat. Und ich denke, jetzt, wo wir unseren Auftrag haben, nämlich die Protokolle zusammentragen von Isabella und Björn, wird das Ganze auch etwas an Plot-Dynamik aufnehmen. Danke, bis dahin, alles Gute, tschüss.